Good morning. I am Eckehard. I call myself the German Butcher. Und auf Deutsch wäre das der deutsche Schlachter. So, heute werde ich mal versuchen, nur Deutsch zu reden. Heute will ich über Bauchfleisch reden oder sagen wir mal Frühstücksspeck oder Frühstücksbacken. Das weiß ich, ob ihr das kennt. In Deutschland kennt man, früher in meiner Zeit gab es nur kaltgeräucherten Bauchspeck. Und in der Zwischenzeit sind sie amerikanisch geworden oder englisch. Jetzt machen sie auch Frühstücksspeck. So, und ich bin jetzt hier über 50 Jahre. Ich mache keinen Bauchspeck nicht mehr. Ich räuche oder präpariere nur Schweinebacken. Schweinebacken räuchern, so wie ich es jetzt mache, ist für mich nichts Neues. Ich mache das schon für über 20 Jahre, aber nur immer für mich oder Freunde. So, normalerweise kaufe ich Schweinebacken ohne Schwarte und sind meistens klein geschnitten, wenn man hier sieht. Die sind nicht so groß, weil die Schweine hier anders aufschneiden. Die schneiden erst den Kopf mit der Säge ab und da bleibt ein Teil an der Schulter dran und ein Teil am Kopf. Sondern die schneiden beide Seiten die Backe ab und das, was ich so kaufen kann. Darum sind sie so klein. Manchmal habe ich Glück, dass sie ein bisschen größer sind. Ich will jetzt erst erklären, wie ich das mache. Und zwar mache ich eine Pökel mit 6% Salz drin. Und ich wiege, wie viel Salz ich reinmache. Und dann nehme ich die Hälfte vom Salz braunen Zucker rein. Dann lege ich meine Backen für eine Woche in die Pökel im Kühlschrank. Und dann nehme ich sie wieder raus nach einer Woche, lege sie eine Stunde in kaltes Wasser, hänge sie auf und räuche sie. Ich lasse sie meistens über Nacht im Keller hängen, weil ich das Räuchern kontrolliert machen will. Ich hänge sie in Rauch und mache unten einen großen Berg Sägespäne drunter und zünde das in der Mitte an und lasse es so abbrennen. Ich will aber sehen, wie heiß das oder wie warm das wird. Und der meiste geht, dass das Fleisch ungefähr 40 Grad Innentemperatur hat. Das ist nicht genug. So, nachdem das weg ist, dann mache ich Gas drunter und mache die Rauchtemperatur, die Räucherkammertemperatur auf 180, 190 und warte, bis die Backen, die Innentemperatur 150 ist. Dann sind sie fertig. So, dadurch, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, bin ich gerne dabei, damit ich aufpassen kann, wie warm es wird. Und die tropfen ein bisschen Fett. So, du musst unten was drunter machen, damit er sich in die Sägespäne tropft. Sonst kann es sein, dass die Sägespäne anfangen zu brennen. Ich rede von Erfahrung. So, ich habe hier die Backen. Ich schneide gerne nur was lose ist ab. All das Zeug hier, weiß ich, ob Sie es gut sehen können, das untere Teil hier, lasse ich dran. Wenn Sie sehen so wollen, wie ich die beschneide, da ist im Film in Englisch Nummer 42 und im Rauch, wie das so geht, da ist Film 85. Da können Sie sehen, wie das vor sich geht. So haben Sie hier dünn geschnitten. Das ist meine Breakfast Bacon oder Breakfast Joules. Backen. Jetzt habe ich sehr gut, sehr zart, kann ich so ohne weiteres roh essen. So wie dies. Ich will es aber nicht. Ich sage das aus einem bestimmten Grund. Ich habe das erste Mal, nach so lange wie ich räuche, dass es mal anders rauskommt. Ich habe eine Backe, wie die hier links.
Ich wollte das, also war ein kleines Stück, hatte ich, bevor der Rauch fertig war, schon rausgenommen und wollte es probieren. Und ich hatte eine Überraschung. Die Seite hier ist so hart, da kannst du kaum durchbeißen. Und wenn es Brat ist, ist genau das gleiche wie hier an der Seite. Kann ich essen. Aber die Seite kann ich einfach nicht durchbeißen und auch nicht abreißen. Warum? Weiß ich auch nicht genau. Ich vermute, das Schwein war da mal an der Backe verletzt. Das ist wieder geheilt, man sieht nichts davon. Aber das so tough, damit das nicht durchbeißen kannst. Es war genauso, nachdem ich es gebraten hatte. Jetzt werde ich mal kurz noch erklären, was ich damit mache. Und zwar, manches Mal lege ich nur das ganze Stück in den Ofen und mache es heiß und esse es so, wie es ist, am Stück. Dann schneide ich es und brate es. Oder ich schneide es ein bisschen dicker und brate es. So, jetzt auch mal mit dünn geschnittenen, in Mehl umdrehen und dann anbraten. Das ist, wie sagt man auf Deutsch, Fingerfood. Finger essen, kannst du mit dem Finger so essen. Mit dem Bier oder was immer. Und mit dem dickeren, da mache ich, wie wir früher Schmandschinken gemacht haben. Das war ein deutsches Rezept, ein ostpreußisches Rezept. Das gab bei uns zu Hause viel. Da war immer mit Bauchspeck gemacht. Normalerweise sollte man das mit Schinken machen, aber bei uns gab es nur Bauchspeck, der war das Billigste. Da waren 7 Kinder zu Hause. So, und was da gemacht wurde, in Mehl umrühren, anbraten und dann ein bisschen Wasser rein, eine Soße machen, da gab dann, nannten wir Schmandschinken. Sehr gut. So, ich werde in der nächsten Zeit einen Film machen, wie viel Salz wir da reinmachen. Wie zum Beispiel, das hier ist mit 6% gesalzen. Ist sehr gut, gerade richtig in einer Woche. Aber wenn Sie es zu lange drin lassen, kann es zu salzig werden. Denn wie Sie ja wissen, oder vielleicht auch nicht, Fleisch hat, wenn es frisch ist, 70% Wasser. Mageres Fleisch. So, und nachdem es geschlachtet ist und abgetrocknet ist, das Fleisch ein bisschen weniger. Aber das Wasser kann, dass die Feuchtigkeit kann 25% Salz aufnehmen. So, und du sollst an für sich nur 2% Salz drin haben. Denn wenn du Wurst machst oder irgend sowas, dann nimmst du meistens 2% Salz. So, und wenn es zu lange drin lässt, dann wird es vielleicht auch zu salzig. So, wenn ich jetzt zum Beispiel was in Kohl reinmachen will oder so, ich mache jetzt, wo ich es mit 6% gesalzen habe, da lege ich es nicht lange rein, da lass nur drin heiß werden. Wenn du jetzt mehr Salz haben willst, musst du es länger im Salz liegen lassen oder die Pökel stärker machen. Aber ich habe nicht Erfahrung, ich habe gut Glück mit meinen 6%, da bleibe ich dabei. Beim Kochen und beim Wurstmachen ist das wichtigste Gewürz das Salz. Wenn du Salz zu wenig drin hast oder zu viel, schmeckt es nicht gut. Auch die Gewürze kommen dann nicht so raus. Darum ist es wichtig, dass der Salzprozent der richtige ist. Jetzt komme ich zum Schluss von meinem Film hier. Ich hoffe, mein Deutsch war nicht zu schlecht. Oft muss ich nachdenken, wie es auf Deutsch heißt. Ich bin in 50 Jahren, so man vergisst viel. Ich hoffe, Ihnen gefällt der Film. Ich hoffe, Sie sagen es anderen Leuten weiter. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Subscribe und tell your friends. Subscribe und erzähl deinen Freunden.
noch schnell eine kleine Erklärung. Wenn ich sage Salz, ich meine Pökelsalz. Und die Temperaturen sind in Fahrenheit. Auf Celsius ist zwischen 70 und 80 Grad.